Herzlich willkommen zum Beanstay! Schön, dass ihr wieder da seid. Beanstag, heute Beanstag, am Dienstag live. Beanstag. Nach Nerds on Herds. Was für eine Küchenschlacht das wieder war. Und wir machen gleich beim Schlachten weiter, denn wir spielen Freitag der 13., so wie auch schon vor zwei Wochen, bevor wir nach L.A. geflogen sind, meine ich, war das. Und das war super lustig, total spannend. Und deswegen haben wir uns entschlossen, Mensch, da spielen wir direkt nochmal. Heute in etwas veränderter Besetzung. Ich sehe da hinten zum Beispiel den Gunnar, Frischfleisch. Nasti ist da. Simon, auch zum ersten Mal. Das ist da hinten die Noob-Fraktion. Oh, hallo. Ja, hallo. Wir müssen es richten hier, ne? Ja, und wir sind die Veteranen. Und Dennis, Eddie und ich sind noch da. Da klopft jemand an die Tür. Ich kann es ja nicht aufmachen, weil ich moderiere hier gerade. Das ist Uke. Falls ihr nicht wisst, warte ganz kurz, jetzt mache ich erstmal, oder geh ruhig durch die Kamera, das ist super. Wenn ihr nicht wisst, was Freitag der 13. überhaupt ist, dann haben wir eine kleine Matz für euch vorbereitet. Und da sind, glaube ich, auch ein paar Eindrücke vom letzten Mal dabei. Ich will das nicht, ich hab's dir schon gesehen. Diese Scheiße da in Grüßen. Nein. Habt ihr keiner einen Holzfäller bestellt? Ja, was machst du jetzt? Ich auch! Ja, nein! Ich hab einen Stock, soll er kommen? Ah, da ist er ja! Er ist frei! Renn. I want to break free! Okay. I gotcha! Oder? I want to break free! Das ist halt gut, ja. Du Arsch! Alter, erschreckt! Es steht vor der Scheibe! Nils will One-on-One. Oma! Hab ich getroffen! Ich geh raus! Wo ist Jess? Tür zu! Tür zu! Ah! Ah! Nein! 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 Der Hund in die Fresse! Oh! Was? Oh! Was? Ich höre zerbersten des Holzes! Er hat die Tür kaputt! Au! Ich hab den Shotgun! Das ist Shotgun! Fuck you, Jason! Komm im Auto. Hast du ja recht. Da ist ja schon einer! Was? Auf dem Weg? Dennis hat mir ins Gesicht geschossen! Warum, Dennis? Komm rein, Leute! Es ist nur ein Ein-Mann-Boot! Sorry, boys! Fuck you! Wo ist er? Na los! Wo ist er denn? Nein! Scheiße! Ich seh ihn nicht! So, Auto ist voll getankt. Das krieg ich jetzt! Dankeschön! Er ist tot! Drücke! Wir stehen hier dumm rum! Ich hab den Schlüssel gehabt! Nimm die Shotgun! Nimm die Shotgun am Boden! Ich hab den Schlüssel! Ich hab den Schlüssel! Karamo, oh Gott, ey. Was ist das für ein Scheiß? Du hast den falschen Schlüssel gehabt. Ja, so sah das vor zwei Wochen aus. Wer sich gerade übrigens gefragt hat, was der Uke hier wollte, der hat verschimmelte Fleischbällchen vorbeigebracht, die irgendwie Gunnar gehören. Die gönnen nicht. Deswegen stinkt jetzt der ganze Raum, in dem die Luft bei 50 Grad steht, hier ein bisschen nach verschimmelten Fleischbällchen. Aber Uke ist wieder weggelaufen und deswegen machen wir jetzt direkt weiter. Kommen wir mal direkt ins Spiel. Ich wollte euch nämlich mal eben zeigen, wie man hier die Perks rollen kann, bevor wir ins Spiel gehen. Ich habe jetzt aber keinen Ingame-Sound mehr. Ich habe hier nämlich noch 3096 Mark. Und da kann ich hier auf den Perks einmal auf Roll Perk machen. Das ist der. Das ist, und gebe meine Kohle dafür aus. Was habe ich jetzt bekommen? Less chance of being detected by Jason's sense ability while indoors. Okay, das finde ich ganz geil. Vielleicht nehme ich das, aber ich kann nochmal die Perks rollen. Ich rolle mit meinen Perks. Du hast nicht das Bing Bing. Increase Vehicle Speed. Ja, das ist doch voll dumm. Das bringt mir halt gar nichts. Ich rolle die Perks erneut. Start with Walkie Talkie. Auch Nils. Start with Walkie Talkie? Zwei rechts, das kann das? Mit dem Kopf von den beiden Händen. Da, zwei links. Ich weiß gar nicht. Da, das Mann. Das muss das sein. Dritte von rechts. Drittes von rechts. Ganz leicht. Kann ganz ich nur. Leicht. Ich höre nur die anderen. Willst du mal die Kopfhörer aufsetzen, dann hörst du auch, was die Leute mit dir start sprechen. Start with walkie-talkie and increase the range of your voice broadcast. Ist der autistisch oder so? Ja. Da, zum Lautstärke. Nee. So. Den hatte ich hier in dem Sound. Ich habe den Sound verloren, leider. Und hier?
Seitdem ich euch höre, habe ich kein Internet. Und ein letztes Mal rollen. Ich höre euch übrigens leider nicht. Dann musst hast du mal da hier probiert? Ja, aber ich habe ja eben irgendeinen Sound gehauen. Also der wurde gerade ausgestellt. Ja. Dann müsst ihr da an den Rädchen da drehen. Ja, hier. Ich schon. An den ich kleinen. Schon allen gedreht. Oder am großen. An den kleinen unten, die Viererreihe. Ja nee, da an dem Pult, an den Vierer. Stellt die mal alle auf 12 Uhr. Das ist die Lautstärke okay. vom. Ah, ich höre euch. Besser so? Ja, danke. Gerne geschehen. Okay. So, wollen wir loslegen? Gerne. Ja, das machen wir gleich. Ready. Wo seid ihr denn noch welche? Oh, Nasti, darf ich ja. kurz die, willst du die Maus kurz genau. Ach so, ja klar. Danke. Nils? Ah, warte, ich muss ganz kurz die. Okay, nice. Jetzt ist gut. Melee Speed with all weapons. Mhm. Spatial Awareness. Das finde ich auch ganz gut. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal das so Spatial Awareness, whatever. Was stellt der denn da ein? Ich möchte auch krasse Sachen einstellen. Du fehlst übrigens noch, Eddie. Irgendjemand schnipst mir ins Ohr. Wer ist da so sassy und schnipst? Okay, wer ist Jason? Das werden wir erst erfahren. Wenn wir es sehen. Mm. So, ich höre euch übrigens das nicht über die... Da musst du den unteren linken auf 12. Links, ja. Ich bin nicht Jason. Ich höre euch nicht. Wieso braucht Gunnar länger als alle anderen? Ich höre keinen von euch. Wer bin ich denn? Du bist irgendein random Dude vielleicht? Ein geiler Typ. Scheinbar. Aber... Wer ist Jason? Weiß man noch nicht. Wer ist Jason? Warum gibt es so viele Frauen? Och, das Intro ist ja super. Ich habe auch gar keinen Sound. Ich habe auch keinen Spielsound. Ich weiß nicht, vielleicht kann ja mal... Irgendwer, was ist hier los? Wer ist... Ich nicht. Ich auch nicht. Oh. Okay, einer von den Noobs. Nasty ist Nasty. Oh, oh. Guck mal auf Nastys Bildschirm. Nasty ist es. Nasty ist Jason. Nasty ist easy, Jason. Alter. Okay, ich habe keinen Sound, keinen Spielsound, nix. Da können wir ja erstmal in Ruhe looten. Was ist das? Vielleicht liegt es daran. Okay. Spielsound ist nur links. Also rennen darf man nicht. Nee, ich stimmt. Einmal auf X drücken. Hier gleich der einmal auf X und dann die Geschwindigkeit behalten. Okay. Okay, Leute. Also. Wo seid ihr denn? Ich bin jetzt bei so einem Auto. Gar nicht bei meinen Skills. Ich habe übrigens einen Tipp, wie man Jason töten kann, ganz kurz. Wenn ihr einen Pullover findet. Ich trage aber doch schon einen Pullover. Du trägst schon einen Pullover? Alles cool. Danke, brauchst dich nicht um mein Outfit kümmern. Ah, okay. Ich glaube, Nasty ist Jason und versucht uns zu verwirren. Wenn man aber mit einem Pullover fängt alles an. Mit einem Pullover? Ich hab einen Pullover. Ah, da ist er! Da ist er ja schon! Komm her! Warum rennst du denn so schnell? Ja, wegrennen tue ich. Na sag mal. Das mach ich. Na sag mal. Ja, sag doch mal. Ich geh jetzt in die Bude rein. Was ist denn das hier eigentlich? Kann ich damit. Ah, I see. Okay. Ich hab so ein Funkgerät. Ey, irgendwie macht mir das richtig Angst, wie Nasty gerade spricht. Kann ich wie meinst du denn? Du weißt genau, wie ich meine. Oh, was mach ich? Hallo. Ich hab Benzin. Ich hab Benzin. Nasty, so schnell, das ist nicht fair. Was denn? Normalerweise machen wir immer erstmal langsam. Ich weiß doch nicht, ich bin ganz neu. Was mache ich denn mit dem Funkgerät? Ich hab Benzin, Leute. War da nicht okay, ich gut. Hab motherfucking Benzin. Wenn du das hast, Simon, hörst du mich? Ja. Wenn du stirbst, kommst du wieder, wenn du das hast. Ernsthaft? Okay. Cool. Glaube ich. Okay. Guck mal hier rein. Da liegt jemand im Bett, ne? Ey. Oh. Nicht rennen. Wer rennt denn da, Simon? Ich jogge. Nee. Nicht. Don't. Der Denzel hat gesagt, joggen ist richtig. Ich hab auch Schlüssel! Ja, joggen ist okay. Richtig. Dann komm nicht zum Auto. Natürlich nicht. Oh shit. Ich hab hau ab, Nassi. Ach, wieso denn? Ede, ich bin hinter dir. Ich beschütze dich. Oh, gehst du schwimmen, Dennis? Flanellhemden des Todes. Dennis, gehst du schwimmen? Ich spiel nicht mit. Du spielst nicht mit? Ich spiel gar nicht mit. Ich hab eine geile Machete auf. Da soll mal herkommen jetzt. Ja, was? Ich raff es nicht. Ich raff nicht, wie man das hier macht. Ach so, rechts. Scheiße, ich hab die Autobatterie. Oh, jetzt gibt's auf den Sack. Danke, Nasty! Okay, kein Ding! Okay. Ah, oh, Mann! Wo war sie denn? Oh, die Mutter, ist in so Mutter redet Haus mit mir. Gewesen. Mutter sagt, ich soll töten. Und dann liegt aber auch die Batterie, ne? Falls euch das interessiert. Oh, neben ja. meiner Leiche. Hier, die Batterie liegt am Wasser. Jungs!
Okay, wir kommen zum Wasser. Endlich gucken hier bei mir. Was ist das denn? Was denn? Ich suche euch doch. Ja, wenn ich auf mein Bildschirm gucken will. Hab ich genau gesehen. Was? Ne, das darf man aber echt nicht nass. Also nur die Guten dürfen. Nur wir dürfen auf deinen Bildschirm gucken. Wo ich gerade tot bin, erkläre ich euch das nochmal kurz zu Ende, wie man Jason tötet. Also man braucht eine Frau und einen Typen. Nämlich diesen Spezialtypen, der kommt, wenn man das Funkgerät hat. Erinnert ihr euch? Wie heißt das Funkgerät? Der den Typen im Film immer tötet. Ich habe eine Karte auch. Und dann müsst ihr Jason die Maske abschlagen. Das macht man, indem man aufs Gesicht zielt. Ede, komm mal her. Und dann muss man irgendwie einen Pullover anziehen als Frau. Und dann muss man irgendwie den Pullover benutzen. Oh, da ist jemand in meine Falle. Und dann überredet man Jason, dass man seine Mutter ist. Und dann kann man ihn töten. Ede so. Okay, hier rein. Was denn? Verdammt. Da, mach mal auf. Ja, habe ich schon so ein Walkie-Talkie. Ach so, wusste ich nicht schon. Okay, geht gar nicht. Ich habe die hier die Falle aufgestellt. Ja, komm raus hier. Wir müssen, wir brauchen noch weitere Sachen fürs Auto. Ich habe die Autoschlüssel, ne? Ja, okay, aber wir brauchen die Batterie. Und die ist bei der Leiche von... Am Bootshaus, ja. Wo? Unter Bootshaus, meinte er. Ja, welches... Okay. Aber ist da nicht... Nein! Oh, ich dumm. So, nee, ich weiß, wo das ist. Ich weiß gar nicht, wohin jetzt. Die hat... So, ich schieß hier mal ab. So. Alter, Tim, du kannst ja nicht so anschleichen da. Nee, ist gut, Tim, danke. Ich hab's hingekriegt. Du kannst dich auch beamen, Nasti, habe ich gehört. Ich habe leider keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe nämlich auf die Karte. Ich nehme an, Karte aufrufen und dann einfach. Ja, genau. Ah, echt? I don't. Geht das nicht? No. Mir wurde gesagt, das geht. Wenn, dann weiß ich noch nicht wie. Ich kenne die Knöpfe noch nicht. Was abgeschlossen? Ja, Mann. Gibt's nicht. Ich weiß nicht, wo Dennis gestorben ist. Hier ist alles am Wasser. Alter. Gesundheit. Danke. Nein, nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ach, hau ab, hau ab. Hau ab. Was liegt denn da? Gunnar, du sprintest gerade, ne? Das ist nicht das, was ich dir gerade erzählt habe. Ja, aber die ist genau hinter mir. Na, dann ist okay. Ich doch gar nicht. Simon, warum stehst du einfach voll scary? Sieht zwar nicht so aus. Ja, ja, die ist doch in dem Haus gewesen, wo ich drin war. Ich such gerade. Nice. Ich habe ein neues Spielzeug gefunden. Wer will's mit mir ausprobieren? Hallo? Komm her, die Zwillinge warten auf dich. Da ist Nils schon mal. Das ist schon mal geil. Ey, Gunnar. Was denn? Ich versuche unauffällig zu sein und du sprintest mir entgegen. Ja. Und rufst seinen Namen. Dort vorne ein Freund von mir, ich kann ihn sehen. So, Simon, wir machen jetzt. Was ist denn das hier, Nils? Ach so, Strom, okay. Ja. Jason ist am Wasser gerade. Ach, hier ist Levelbegrenzung oder was? Okay, das was fehlt denn jetzt noch? Die Batterie, okay, ne? Das war dumm, Simon. Es tut mir leid. Vielleicht sollen wir was anderes machen, weil Jason weiß natürlich. Jason geht jetzt auch wieder in den Wald rein. Ist jetzt nicht mehr am Wasser. Darf man das verraten? Ja, ich weiß nicht. Willst du die Polizei rufen? Schließ hier mal das Haus ab. So. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Oh oh, er hat uns gesehen, Simon. Oh oh. Alter. Oh oh oh, da ist er ja. Oh 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 oh. Gunnar. Wieso ist denn der so schnell? Ja. Willst du mitkommen? Ja, haust du ab? Lass mich vorbei. Dann ja. Was geschieht mit mir? Oh Gott. Wer war denn das? Oh Gott, er ist weg. Okay, also im Wasser schwimmen ist nicht so eine geile Idee, Leute. Nein! 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 Mutter hat gesagt, ich soll euch leiden lassen. Es tut mir leid. Gunnar! Ja. Danke. Das habe ich auch auf Edde gehört. Nein, war schon gut. Nee, es war dumm, aber ich. Kann man ja nicht wissen. Seid ihr alle tot jetzt, oder? Das ist übrigens immer dieselbe Map, obwohl wir auf random gestellt haben. Oh, ich werde respawned als. Johnny. Irgendwas mit J, ne? Jarvis. Das heißt dann wohl, ich komme Tommy auch noch Jarvis. Nee, wenn Eddie das jetzt gekriegt hat, dann bist du tot. Ernsthaft? Der als erstes das... Obwohl, nee, ich glaube... Ich hatte einen Walkie-Talkie. Ja, aber ich glaube, Eddie hat es wohl früher. Na gut. Also anders kann ich es mir auch nicht erklären. Eddie,
Warum, ja. warum läufst du? Bleib doch einfach stehen. Ach, ihr. Es gibt doch Joggen. Ja. Weil, genau. Was habt ihr denn? Habt ihr die Batterie? Nee. Ich hab nur die Schüssel. Du kannst jetzt den Jarvis, den Typen töten mit dem. Wenn du noch eine Frau findest und ihr den Pullover. Ich muss irgendeine Frau finden? Irgendeine Frau muss den Pullover anziehen und dann könnt ihr in der Combo zusammen den Jason töten. Also muss ich einen Pullover finden? Ja, genau. Ich mach mal ein bisschen Kamera. Ach so, ja, ist gut. Ey, wer würde auch an so einem Ort jemals Urlaub machen? Ich halte das für sehr unrealistisch. Aber wenn ich ihn mit der Schrotflinte ins Gesicht schieße, dann kann ich ihn nicht töten, oder was? Nee. Nur eine Frau kann ihn töten. Ich geh mal hier, ja, genau. Indem sie ihm weiß macht, sie wäre seine Mutter. Das ist der einzige Weg. Das ist ja ganz witzig. Aber hat Jason nicht seine Eltern umgebracht? Das weiß ich nicht genau. Die Musik verrät uns doch bestimmt irgendwas, oder? Ja, Jason ist ja eigentlich die Mutter von Jason. Im ersten Teil. Dennis? Bitte? Wenn die Musik so, verrät die Musik uns irgendwas? Ja, ja, die wird schon ein bisschen böser, wenn er in der Nähe ist. Und dann kommt immer dieses Okay, ja, das war nämlich gerade. Okay, ich seppe mal durch die Charaktere, falls die Regie vielleicht was. Oh, da läuft er. Hier ist Machete. Oh, nicht gut. Wo hast du denn, Dennis, die Autobatterie gefunden? In einem Haus oder was? Die war in so einem Bootshaus. Und 5 Meter später war ich dann tot. Oh, es ist schön, so richtig zerstörerisch. Ah, okay, wo bin ich? Da, okay, shit. Jetzt habe ich so Spray aufgenommen. Hast du die Tasten mal ausprobiert, 1 bis 4, die ich dir verzählt hatte? Ja. Ich habe mich einmal gebeamt, das konnte ich. Genau. Die sind super sicher. Ich habe keine Autobatterie. Wo hast du die denn? Ich habe sie ja nicht. Ja. ihr seid sehr schlechte Lügner. Wo seid ihr wohl? Es gibt übrigens 2 Autos auf der Map, Nasty. Ich weiß. Ich sag's nur, weil du gerade an dem einen stehst. Ups. Das einzig Blöde ist, dass ich auch nicht mehr weiß, welches Auto wir befüllt haben. Blau. Habt ihr schon echt befüllt, ja, oder was? Wir haben das Blaue befüllt. Also, ja. Oder ist das jetzt... Weil ja, ich weiß jetzt nicht, ob du mich oder... Nein, dein Nachfragen macht mich unsicher, aber ich glaube, es war das Blaue. Also, okay. Ich hab... okay. Welche Schlüssel habe ich denn? Weiß man das oder passen die bei beiden? Die passen bestimmt bei beiden. Wobei, also, das wäre auch lustig, wenn es denn der falsche Schlüssel wäre. Wenn man nicht rennt, hat man keine Angst und erscheint auch nicht auf der Karte. Sehe ich das richtig, Dennis? Okay. Weniger erscheint man auf der Karte. Weil dadurch, dass Nasty sich ja überall hinbeamen kann, wird es ja schnell knippen. Also Rennen ist nur ein Faktor, von dem wir Angst erzeugen. Alter. What? Oh, das will ich immer machen. Shit. Na, kletter doch raus, du Affe. Ich glaube, Jason weiß nicht, wo ihr seid. Läuft ein bisschen... Läuft im Kreis, wenn man das mal genauer betrachtet. Ah. Ich habe die Karte auch noch nicht geblickt, tatsächlich. Ach, dammit! Was denn? Nichts. Jetzt beamt sich Nasty auch noch im Kreis. Ja, sie hat das Spiel langsam begriffen. Noch 8 Minuten. Wer hat dann gewonnen? Ich glaube, die Überlebenden. Bin mir aber. Nils hat das, glaube ich, letztes Mal geschafft. Ja, ich habe letztes Mal überlebt. Das habe ich als Erfolg verbucht. Gunnar, komm mal zum gelben Auto. Hey. Auf der Karte ist es, kann man nicht verraten, ne? Das wäre blöd. Okay, Gunnar, hast du noch den...
Warum? Alter, sehe ich dich nicht? Was zur Hölle? Es ist so lustig mit der Kamera. Mhm. Oh oh. Gunnar, hast du den Autoschlüssel? Ja. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Ed. Dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, weil das Auto ist getankt und Batterie ist auch drin. So. Welches von denen? Das blaue. Oh. Aber es ist natürlich doof, dass wir mit Jason in einem Teamspeak stehen. Vielleicht ist es auch das gelbe, ich weiß es selber nicht mehr. Oh, dieser Scheinwerfer hier knallt so dermaßen. Ich kann kaum was sehen. Ich bin immer noch unterwegs. Oh Gott. Bist du noch da? Ich hab meinen Job getan. Der Job ist jetzt bei dem mit dem Schlüssel. Aber wenn ihr alle da seid, dann können wir auch Jason einmal eins vor die Mütze geben. Und dann einfach nach Hause fahren. Was haltet ihr davon? Ist das eine geile Idee oder was? Was ist das? Das ist einfach nur eine geile Idee. Das ist ja geil. Okay. Ich wäre grundsätzlich dabei. Was muss ich denn machen? Naja, bist du am Auto? Ja. An welchem andere, Gunnar? Oh, okay. Hast du es nicht mitgekriegt? Ich hab's vergessen. Du bist am, richtigen, am gelben Auto. Am gelben Auto. Ich glaube, ich hab den falschen Schlüssel. Nein, wie? Es gibt nur einen. Geh doch mal woanders hin. Okay, Gunnar. Gunnar, nicht laufen. Ein Auto. Ja, wenn der genau hinter mir ist. Aber er hat dich ja nicht entdeckt. Nee. Jetzt entdeckt er dich, weil du gelaufen bist. Okay, alle vielleicht doch selber einen Autoschlüssel suchen, weil Gunnar kriegt's nicht gebacken. Ich hab den scheiß Autoschlüssel, der war an der Fahrertür gerade. Oh, oh. Ja, aber vielleicht nicht beim richtigen Auto. Oh, oh. Und Gunnar läuft wieder in die andere Richtung und jetzt genau in seine Arme. Oh mein Gott. Oh, voll rein. Ich wollte vorbeilaufen. Das war mit Ansage, Gunnar. Ja, ich wollte vorbeilaufen. Ich dachte, er rafft sich. Nach zwei. Ich glaube, wir meinten das blaue Auto. Also der Schlüssel hat nicht gepasst. Nein, du warst ja auch beim fucking falschen Auto, Mann. Naja, aber das stand ja richtig. Das andere war ja alles gemacht. Nein, die Motorhaube war auf. Und wenn ich sag, alles ist gemacht außer dem Autoschlüssel, dann heißt es, die Motorhaube ist zu. Wie soll ich denn sagen? Ja, dann hat Simon gesagt, ich bin beim richtigen Auto. Nein, du warst beim falschen. Du hast irgendwann gesagt, ich bin beim richtigen. Ja, aber nein, damit das sie zum falschen rennt. Toll, jetzt bin ich auch tot gleich. Also, wenn er sagt, gelb, ist natürlich blau gemeint. Was ist? Ich bin tot. Du hast übrigens noch eine rechte Maustaste, Nasti, ne? Probier die mal aus, dieses Hacken. Mein Gott, Gunnar, Grapschen. Ey. Genau, Grapschen ist ein bisschen geiler als Hacken. Auf der Karte waren die Autos beide gleichfarbig. War das Auto echt fertig? Ja. Das ist ja traurig. Wer lebt denn noch? Der Nils, glaube ich, ne? Nils müsste ich noch. Hä? Wie lange ist denn noch? Wie viel Zeit? 3 und 1/2. Da steht der Nils in der Ecke und überlegt. Scheiße. Ich habe hier irgendwie einen Fehler. Oh, ich liebe es, wie er einfach durch die Türen läuft. Das ist großartig. Ja, ich brauche eine Mütze oder so. Dieser Scheinwerfer knallt so in mein Gesicht. Aber dafür ist er da. Das ist aber kontraproduktiv. Mhm. Noch 3 Minuten, Nassi. Jetzt dürfte es für Nils ja eigentlich recht einfach werden, wenn er noch nicht entdeckt wurde. Er muss sich nur 3 Minuten verstecken. Jetzt nur noch 2,5. Jetzt die Musik. Das ist ein Fehler, Nassim. What? Das ist ein Fehler, das habe ich auch. Es ist nicht der Böde. What? Ach so, da ist ja jemand bei dir. Das ist ja witzig. Bei mir ist ja gar keiner. Echt? Was ist das denn? Ich dachte gerade so, ja, okay. Nein. Schon hast du.
Nasti, wo bist du? Oh, Alter, das ist ja mies. Ich dachte gerade echt. Oh. Ja, dumm mit dem Auto gerade, ey. Ja, im Prinzip ist es nicht deine Schuld. Im Prinzip ist es halt doof, dass Jason im gleichen Sprachchat ist wie die Flüchtlinge. Also die Flüchtlinge. Ja. Die Flüchtenden. Wir müssen uns mal irgendwie einen Code ausdenken, aber das ist ja doof, wenn alle den Code kennen. Scheiße. Ja, wir hatten natürlich auch überlegt, ob wir einen eigenen Raum für Jason aufmachen, aber man weiß ja nie, wer Jason wird. Ja, eben. Das ist dann auch blöde. Können die das aus der Regie, können wir das nicht machen, dass Nasti da einfach unseren Teamspeak runter macht und drehen wir leise? Ja, man hört das geht ja. Ja, das höre ich doch trotzdem. Ja, aber leiser. Zumindest. Das wird eh nichts mehr, wenn ich sehe, was Nasti veranstaltet. Noch eine Minute, muss denn jetzt überleben? Alter, hey, guck mal, dreh mal die Leute vor uns runter hier. Das geht schon. Nee, jetzt wo zur Hölle bist du? Verdammt. Nils läuft nach Hause. Nasti! Ich glaube aber auch mittlerweile, die beste Möglichkeit zu überleben ist, einfach auf die Missionsziele zu scheißen und einfach sich zu verstecken. Das ist auch die langweiligste. Das ist richtig. Nasti! Moment, bin ich nicht der gruselige Dude? Genau, hier im Chat schreibt Cesi, der Jason ist, muss so Musik hören auf den Kopfhörern. Wombo. Was muss ich? Extra laut Wombo hören. Ne, man kann auf jeden Fall die Phones runterdrehen und den Ingame-Sound ja volle Kanne hoch. Ja, es ist jetzt aber auch gerade nur richtig laut Musik, ne, weil es die letzten... Unabhängig, wer Jason ist, kann ja alle anderen einfach runterdrehen. Genau, und den Musik einfach volle Kanne aufdrehen, also den Ingame-Sound. Unabhängig. Ja, das war's. Ja. Ich hab dich nicht Was gefunden. Was heißt das? Ich hab 5 von 6 getötet. I survived! Was steht bei dir in der Story? Ich habe 5 von 6 getötet. Okay. Also es ist nur ein halber Sieg für Nils. Nils verbucht ihn zwar als Ganzer. Nils ist ein Sieg, alle seine Freunde sind gestorben und er kommt davon. Ist eigentlich. Das ist für Nils ein geiler Deal, glaube ich. Ein guter Tag eigentlich für ihn. Aber ich glaube, so richtig gewonnen haben wir noch nicht. Level up. Ich glaube, wir müssen Werbung machen, oder, Reggie? Ja. Yeah. Dann machen wir kurz Werbung und nach der Werbung geht's hier weiter mit Freitag der 13. und vielleicht einem neuen Jason. Bis gleich. Oh. Oh, ja. Ich glaube, wir sind ja da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Herzlich willkommen zurück. Freitag der 13. Gerade war Nasti Schurke. Jetzt spielen wir eine neue Map, denn es hat sich irgendwie rausgestellt, obwohl wir immer auf Random haben, ist es irgendwie dieselbe Map, keine Ahnung. Und deswegen haben wir jetzt mal manuell eine neue Map gemacht. Mama manuell? Pack-a-Neck. Pack-a-Neck. Ist egal. Ich will jetzt einmal zum Team dazugehören, okay? Nein. Manu. Ja, das wird der Zufall entscheiden. Nee. Ist das mega spannend. Und get diese Einstellung. Da wird der Kopf zerquatscht. Ach, hier, du habt ganz andere. Warum habe ich ein anderes? Ich habe das davor auch schon. Könnt ihr mal auf meins? Das ist so ein bisschen wie vorher, nachher. Wunderbar. Ich brauche wieder ein bisschen länger. Nice. Ist das spannend. Ja, eine neue Map, die kennt niemand von uns. Wie heißt die Chance noch mal? Für alle, habe ich vergessen. Pack-a-Neck. Bist du sicher? Ich glaube, die haben wir letztes Mal gespielt einmal. Ja, ja. Echt? Pack-a-Neck? Das Haus, was ich hier sehe, daran erinnere ich mich. Oh! Aber ich habe schon einen. Also Jason hat schon einen. Ah ja, die beiden. Okay. Ah, nice, ich bin's, okay. Oh shit. Warum sitze ich denn jetzt neben? Ich habe euch jetzt runtergedreht. Und da kommt runter. Was? Connor, hast du den Hintergrund? Aber den Spielzug kann ich dann nicht hochdrehen. Connor, pass auf. Ich liefere dir die anderen aus, ja? Dafür lässt du mich leben, okay, Connor? Das Problem ist, ich kann den Spielzaun nicht hochdrehen. Da habe ich gar keinen Sound. Connor. Ich brauche halt Sound. Ich weiß leider nicht so richtig, was alles passieren soll, muss.
Also ich. Es wird viel passieren. Oh! Nichts also bleibt mehr gleich. Dinge finden? Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Nassi, bleib mal bei mir. Wo bist du denn? Bist du bei mir? Ja, du hast rechts unten eine Minimap. Ja. Wenn du da drauf schaust, siehst du, wo die Leute sind. Hab was gefunden. Hat es eine Axt und eine Maske? Upa. Kann der springen? Nee. Warum macht es diese Geräusche? Weil ich hier mit im Haus bin. Aber dieses Cha-Cha-Cha. Ach so, das heißt, dass er in der Nähe ist. Ha. Bist du sicher? Ist das bestätigt? Nee, das weiß ich nicht. Aber ich tipp's irgendwie. Ich glaube, das kommt einfach random. Ich meine, dieses Cha-Cha-Cha und Ha-Ha-Ha ist auch sehr. Also, als wir letztes Mal gespielt haben, hast du das immer nur nachgemacht, wenn ich bei dir tatsächlich hinter dir war. Ja, das fiel mir auf. Ja. Ich glaube, ich argumentiere jetzt auch gerade so, weil ich es auch gerade gehört habe und es einfach nicht wahrhaben will. Also, bist du noch im Haus? Ich finde ja, Pikachu ist ein sehr schönes Pokémon. Vor allem, besonders die Farbe gefällt mir gut. Aha. Ah, bist du also am blauen Auto? Okay, ja, ich sehe deinen Namen, Dennis. Du hast mich, glaube ich, eingesperrt, aber ich komme hinten raus. Nein, die Tür ist offen. Gar nicht. Dem Türinnen ist offen. Simon. So. Ah, hi. Hey, Simon, was hast du denn? Geil, eine Spielzeugpistole. Ja, Simon, nicht so laut. Ich habe hier, was ist sowas? Du lockst ihn an. Okay. Mach mal hier so ein bisschen, ich drehe das mal ein Stück rum. Läuft doch schon wieder. Das okay. Ja, zeig, wo es lang geht. Wir suchen jetzt ein nächstes Haus und mal gucken, was da drin ist. Oh, ich habe gar keine mehr. Ja gut, dann. Gesucht, Simon. Ich habe die Map übrigens gefunden für alle, ne? Ah, sehr gut. Du bist mein bester Freund. Simon, nicht laufen. Hast du gehört? Simon, du sollst nicht laufen. Hast du gehört? Ich bin hinter dir. Ja, jetzt schnell hier rein. Mal gucken, was da ist. Ich glaube, wenn wir beide machen, geht das nicht. Wir müssen... Achso. Ich hatte nur sehr ungeduldig hinter dir gewartet, das tut mir leid. Ja, das Spiel ist noch neu, da funktioniert sowas manchmal nicht. Ist leider nichts drin. Pass auf! Ja, hab schon gesehen. Gunnar, hörst du mich? Gunnar. Hast du was zum Schlagen? Ja, ne? Ja. Okay. Nasti, ich mach hier was, guck dir das mal ganz kurz an, dass du im Bilde bist. Ja, warte, jetzt muss ich erstmal dich wieder... Du machst was. Ja. Okay. Ja. Smart. Sehr smart. Ja, vorsichtig da. Okay. Was mache ich denn mit diesen kleinen Messern? Ich weiß auch nicht, die haben mittlere Maustaste. Ah, nice. Oh, was hier noch? Sag mal, kann man also nicht mal joggen? Oder wie verstehe ich das jetzt? Ja, du kannst schon, aber dann ist halt, dann sieht er das halt. Ja. Aber ich dachte bei Joggen nicht. Bei Joggen nicht so doll wie bei Sprinten. Okay. Bei Sprinten ist ultra krass fies. Aber überleg, also warum solltest du das jetzt machen? Weißt du, also bringt dir das gerade irgendeinen Vorteil? Geschwindigkeit. Ja, aber warum brauchst du diese Geschwindigkeit? Um schneller von A nach B zu kommen. Ja, aber du weißt ja gar nicht, wo er ist. Von daher ist A und B ja völlig relativ. Ich dachte, wir gehen vielleicht aus dem Fenster raus. Ah, okay. Alter, es ist laut bei mir, die Musik. Das ist aber leider keins. Ah, so, der Super Simon hat ein weiteres Pokémon-Problem gelöst. Ah. Phonebox Fuse. Oh, oh. Böse Musik, Nassi. Echt? Bei mir nicht. Okay. Oh, ist bei mir! Oh, shit! Oh, shit! Die Fickbumse ist bei mir! Oh, shit! Oh, mein Gott! Ich muss leider ein bisschen rüberrutschen. Ich hab Angst. So. Raus mit dir! Raus aus dem scheiß fucking Fenster! Scheiße! Genau, und hinter uns zumachen. Und ich hab zugemacht, indem ich rausgegangen bin. Auch cooler Move von mir auf jeden Fall. Cooler Move von mir. Sehr gehört, gedrückt halten. Nice. Did it. Was ist das hier? Oh, wahrscheinlich am besten das Radio nicht anmachen. Ne? Oh. Nicht anfangen zu kratzen. Okay, er ist hinter mir! Er ist hinter mir! Kommt, helft mir! Das ist gerade in dem Spiel nicht so einfach. Shit. Ich habe übrigens eine Phone Fuse. Was Simon, mach ich damit? Simon! Maul! Ey, Simon, du bist ja so doof. Alter, halt doch mal die Fresse jetzt!
Wie wär's mal mit einem Tipp, statt mich hier voll blöd anzulabern? Nasti, hier liegt was Cooles. Ja, ich komme. Ah, das kannst du ja sonst auch noch mal hier. Ja. Wie kann ich ihn töten jetzt? Ah ja. Nein! Simon, nicht töten! Simon mag alles! Nicht den Kopf! Ah. Wie sette ich die? Entweder einmal drücken oder gedrückt halten. Was drücken? Maus, linke Maus. Ah. Oh, der schlägt. Genau. Ah. Wunderbar. So, auf jeden Fall habe ich die Batterie und das fucking Benzin geholt, während ihr nichts gemacht habt. Bist du tot? Natürlich. Ich habe noch eine Map. Eine Map geht nur. Ich glaube, die kannst du jetzt gar nicht mehr aufheben. Okay. Aber wir haben das Haus hier. Wir können uns jetzt hier drin verstecken und warten. Oder wir machen das hier, was du am Anfang. Mhm. Und dann, ne? Ja. Okay. Wisst ihr, was man mit diesem Phone Fuse machen muss? Komm da nicht. Also mit dem Telefon. Es gibt so eine Telefonzelle oder sowas. Es gibt eine Telefonzelle? Ja. Auf. Nope. Ah doch. Ja, der Gunnar ist so Psycho. Wie er sich auch so freut, ne? Da kommt er schon wieder. Er läuft da rum. Okay, ich hab Schlüssel. Was hast du alles gemacht, Simon? Da kommen wir her, Nassi. Viele okay, von diesen Sachen, die nötig sind. Der Schlüssel fehlt noch. Ja, und bei welcher? Bei dem Pokémon-Auto. Oh nein, ich habe meine Waffe vergessen. Verdammt. Lass uns jetzt mal ganz langsam gehen. Okay. Wenn wir jetzt hier... Sollte alles gut laufen. Shit, shit. Hallo! Ah, der kann durchs Fenster! Wie, der kann durchs Fenster? Echt? Nur gucken. Alter, fuck you, Gunnar. Einfach mal geguckt, ne? Ich bin gerade zum Tode erschreckt, als er da plötzlich vorm Fenster stand, ey. Oh mein Gott. Warum ist das so heftig? Wir haben leider noch nichts Sinnvolles gefunden, Nassi. Na, wir haben nur sinnvolle Dinge getan. Bist du da noch drin, Etienne? Bist du da noch drin? Weiß ich nicht. Ich komm dich holen. Ja! Ede, hau doch ab! Was soll das denn? Na, das war auch keine so gute Idee. Der Blick von Ede ist ja der Wahnsinn. Völlige Panik. Oh, er rennt viel zu schnell. Ich dachte, Jason ist schneller. Ja, das ist voll lahm, ey. Scheiße. Geil, das ist ja ein Stock. Ja, yeah, ich nehme diesen Stock. Der sieht so gut aus. Die Scheiße ist abgeschlossen. Lass mich doch da rein! Oh, Ede. Nick! Ede! Oh, Ede stolpert. Oh, oh, oh. Oh, oh, hörst du das, Nassi? Die sind ganz dicht. Alter! Oh! Oh, hinten weg. Lass uns hier verstecken. Okay. Das war gut. Oh Gott. Jetzt ist aber richtig sauer, ist er jetzt. Oh nein. Oh, oh, oh. Na, na, na. Hier, siehst du diese lustigen Dinger? Ja. Da, lass das mal kurz. Okay. Ich glaube, du brauchst einen. Einen eigenen. Okay, ich versuch das. Scheiße, ey. Hat er mich umgehauen oder was? Sag mal, Ede, was machst du eigentlich? Hier ist nur leider kein ein. Doch, da. Oh Gott. Sieht so lustig aus von hier. Oh Gott. Sag, wenn wir weitermachen, Nassi. Wir müssen erstmal. Es war jetzt gerade zu dicht. Hey, hast du geschummelt? Wieso? Da ist ein Kreis, der leuchtet. Weil deine Musik kommt. Deswegen frage ich. Denk und er schießt darüber. Ich habe überhaupt nicht geschummelt. Ich habe überhaupt null geschummelt. Ich sehe da, dass da was sich leuchtet. Ich komme mal noch ein Stück rüber. Er guckt. Ich guck wirklich überhaupt null. Könnt ihr jetzt wirklich den scheiß Schlüssel suchen? Den Schlüssel haben wir längst. Ich weiß. Das war zur Ablenkung. Aber er hört doch gar nicht. Das ist auf jeden Fall da, wo wir vorher waren. Ich weiß nicht, wo das Auto ist. Das, oh Mann, ich weiß es auch nicht. Die Map wäre gut. Oh, warte. Oh, ich hätte sie auch mit den Messern werfen können, auf Etienne, ne? Idiot. Steht an einem Haus, Ede. So viel kann ich dir sagen. Ja, ich sehe halt nichts.
Ich muss sagen, ich finde das Rumlaufen ist schon sehr langweilig zuzugucken. Entschuldigung. Es ist zum Spielen auf jeden Fall sehr spannend. Ach so, okay. Ja. Wir sind nur zwei Mädels, die durch den Wald... Gibt nicht zu gehen. Bitte, bitte weitergehen. Nicht zu sehen, ja. Geil, ey. Na gut. Also ich würde halt auch nie so eine Musik hören, wenn ich nachts durch den Wald gehe, mal im Ernst. Was soll das? Checken wir das einmal ab hier. Ja. Aha. Ich find euch schon. It's just another day for you and me in paradise. Ding. Weiß. Whatever. Uschi, what you doing? Keine Ahnung. Meine Uschi möchte das hier nicht tun. Zwingen doch jetzt, Sie. Cool. Ja, das war ja spannend hier. Ja? Ja. War richtig ich gut. Ich glaube, da müssen wir jetzt wieder zurück. Simon. Nein, nicht dumm. Weißt du noch, wo das Auto war, Simon? Naja, von der Map her nicht. Nee, aber kann nee, ich nicht Dennis, sagen. Ich habe keine Map Dennis gefunden. Hier auch. Ich weiß nur, hier. Dass ein Haus in der Nähe war, direkt davor. Ja. Weiß einer von euch, Gartenzaun. Freunde, in hier? Anführungsstrichen, Freunde. Okay, okay. Weiß einer von euch, Dennis, Nasti, Nils, wo das Auto ist? Auf der Karte. Also auf der Map kann man das ganz gut erkennen an dem Autosymbol, weißt du? Ja, da sehe ich aber halt keins, sonst würde ich ja nicht fragen. Mach nochmal. Könnte es aufhören, diese Musik zu machen? Das ist ja furchtbar. Ach so, weil also meiner sind die irgendwie. Drück doch mal M. Hier und da. Ja, I don't got it. Guck mal. Hä? Dennis? Okay, ja, ich muss gerade. Ich komme. Oh, einer von euch ist gerade da. Hier, genau guck, da, wo das Auto ist. Und zwar Nasti. Du hast eine Karte. Guck hier. Nasti, dreh dich mal um. Eddie, ich weiß. Siehst du das? Eddie. Ja, was ist eine dumme Idee, weil. Da. Ich sag dir nur. Seht ihr nicht, wo Nasti ist auf der Karte oder so? Da. Ich bin mit Nasti unterwegs. Wieso fragst du? Da ist besagtes Fahrzeuginstrument. Ich bin übrigens in eine Falle gelaufen. Und das ist fahrbereit, oder was? Da jemand anders den Schlüssel zu haben scheint. Die Musik. Ich habe von niemandem die Informationen über den Schlüssel. Mein Ohr rein. Eda hat den Schlüssel. Ja, und ich habe voll selbst getankt. Ja. Okay. Ich komme zu euch, aber ich bin in eine Falle gelaufen. Die irgendjemand da hingelegt hat, mitten in den Wald. Ah, okay, so geht es. Okay, shit, ich bin dumm. Okay. Hoffen wir, dass das das Vierer-Auto ist und nicht das Zweier. Ist das Zweier-Auto. What? What the fuck? Naja, also... Warum kriegt sie denn jetzt ein... Alter, was ist denn das? Könnt ihr bitte mal auf das Sofa gucken? Bitte mal auf dem Sofa gucken. Was ja, denn? Da ist was sehr Spannendes. Wir müssen rausfinden, was hier so besonders an dem Haus ist. Okay, warum kriegt sie halt... Ich warum scheißt sie sich ins Höschen? Vielleicht ist es das Haus, wo die Mutter wohnt. Nee, ich glaube, hier war schon alles in dem Haus. Hier war schon alles? Also hier waren zwei wichtige Autobauteile. Ach so. Mehr war da nicht. Komm, oh Gott! Und oben liege ich irgendwo. Oben müsste noch mein Gehirn rumliegen. Vielleicht war ich deswegen so erschrocken. Ja, wenn Simon hier schon alles aufgeludet hat. Ja. Bis ich geblutet habe, habe ich gelootet. Oh, ich kann euch das Telefon da drin reparieren. Okay, wir sind jetzt alle beisammen, ne? Wollen wir vielleicht... Ja. Einer fehlt noch. Nee. Okay, Telefon ist repariert da drinne. Es können nur zwei Leute mitfahren. Cool. Komm. Oh, ihr schafft es. Schnell. Ihr schafft es, wie geil. Los, rein. Mit. What? Da ist nur einer. Oh, shit! Fahrt weg! Wie fährt man denn? Oh, ich bin ja! Alter, Gott. Den einzigen Jason in 100 Quadratkilometer umfrei. Hast du angefahren? Stunt ihn, stunt ihn! Go! Oh Gott! Spasti, stunt! Yes! Ich fahre! Vor allem mit dem Blick. Ist schon geil! In dem Haus, da habe ich das Telefon repariert. Ich kann nicht das Telefon rein. Benutzen. Scheiße. In dem Haus daneben. Oh Gott. Nils, du hast einen Führerschein. Ne? Du weißt, wo wir waren. Jetzt kein Crash. Ich kann nicht. Ich fahre. Nein, du fährst. Alter, er wird mich. Sehr gut, sehr gut. Rechts oder links, suchst du aus. Nasti hat gerade geragequittet. Ich habe Oliver Geissen. Warum? Jetzt nur noch geradeaus. Nur noch geradeaus. Raus. Scheiße. Boah, das sieht so lustig aus, wie du mit diesem irren Blick Auto fährst. Ich bin aus Versehen komplett raus. Scheiße, ey. Oh, verdammte Axt. Alter Vater. Hab ich schon richtiger Sieg. Das happened in the world. Schalter. Ah, nein. Ja. Nur noch Alter, das zwei. Hast du noch nie geschafft. Ich noch nie, aber im ganzen Internet. Oi, oi, oi. Da ist das Ende.
Wer ist das denn von euch? Das wird wohl Nasti sein, oder? Nee, ich bin schon durch. Das ist der Böd. Er hat mich schon zu Tode gewirkt. Noch 4,5 Minuten. Oh Gott. Das wird eng. Wer war denn das da gerade? Die zweite Chance, befreit zu werden, ist das Telefon auch zu benutzen. Ne? Das habe ich auch repariert. Das war direkt bei dem Auto, das Haus. Da habe ich den Stromkasten repariert. Das ist auch geil. Liebe Regie, wenn ihr mal auf meinen Rechner geht, ich mache gleich einen lustigen Schnitt. Hier mega spannend. Achtung. Und jetzt. Das ist schon ganz lustig, oder? Jetzt wieder mega spannend. Und wieder. Oh, ich glaube, das war's für das Telefon. Na gut, ich fand's lustig. Ich glaube, das Telefon brauchst du jetzt nicht mehr suchen. Oh, Ede, ich glaube, das gilt nicht, dass wir gewonnen haben, weil ich habe meine Karte dir gezeigt. Der Chat sagt, das ist Cheat. Wir sind jetzt Cheater für immer. Du hast mir doch gar nicht deine Karte gezeigt. Nee, ich habe doch am Ende geholfen, indem ich gesagt habe, ihr seid beim Auto. Aber ich habe gar nicht hingeguckt. Ich habe nur gesehen, dass du eine Karte hast. Ich habe gar nicht. Oh shit. Wo bist du denn gelaufen? Scheiße, wo bist du denn gelaufen? Schon ein bisschen doof, der Jason. Ja, wie soll ich es denn sehen? Jason, bei dir ist es so schön ruhig auf der Kamera. Mann. Was er nicht vollbringt, kein anderer für ihn kann. Alter Schalter. Din, 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 din. Din, 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 din. Naja, liebe Leute, ey. Ich meine, Spielberg hat auch mal klein angefangen. Ich fand, das war schon ein guter Schnitt. Oh, ich sehe nichts. Danke, Cezy. Ey, die Leute wollen wissen, was am Lagerfeuer passiert. Wo hier, bist wir du? Gucken noch mal, wir gucken nochmal aufs Lagerfeuer. Es ist safe bislang. Oh ja, scheiß Telefon auch mal wieder kaputt hier. Telefon! Connor, du hast noch 2,5 Minuten, ne? Ja, ich suche euch ja auch noch. Es ist vor allen Dingen schön, dass man Lagerfeuer, deine Leiche, Jason. Wer ist denn noch da von euch? Keiner. Hä? Du bist allein. Ja, was mach ich denn dann? Ja, Telefon. Wie? Ich bin doch Jason. Ach so, ja, musst du Bödefeld holen. Ach, Bödefeld ist noch da. Nein. Ja, aber Jason ist doch immer alleine. Ja, ich. Ja, Bödefeld auch, also das haben wir schon gemeinsam. Ja, aber er ist da gut entkommen, muss man ihm lassen, das war schon nicht schlecht. Ja, aber wenn er sitzen geblieben wäre, wäre er jetzt statt Dennis gerettet. Ist er denn jetzt? Aber da hat er mir nicht vertraut, offensichtlich. Der läuft doch wieder einfach nur rum, der blöde Nils. Was bedeuten diese Sachen auf der Karte? Das habe ich auch noch nicht gerafft. Hast du Fallen gestellt? Ah ja, das kann sein. So, keine eine, Gunnar, du hast noch 90 Sekunden. Boah, da ganz hinten ist der, oder was? Ey, so viele haben es dann noch nie geschafft, ne? Das wären dann drei. Ich glaube, wir waren wirklich die Ersten. Aber das drei überlegen. Diesen Blick habe ich viel zu selten benutzt, ey. Scheiße. Den Blick, mit dem man genau sieht, wo jemand ist? Ja. Da hättest du mich mit killen können vorhin. Ja. So hat es gereicht, um die Ecke zu reißen und sich hinzuknien. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nur noch eine Minute. Oh, oh, jetzt muss aber jemand laufen. Oh, oh, oh. Ah, direkt reingerannt. Schlag! Ah. Ja! Nochmal! Oh, oh shit. Nils hat einen Stock. Okay, das ist nur... Das nee, ist das eine Machete? Das ist eine Machete. Nicht reichen für mit ein, zwei Schlägen. Da stolpert Nein. sie. Jason hat auf jeden Fall Witterung aufgenommen. Es sind noch 35 Sekunden für Nils Bomhoff. Oh nein! Oh, ein Wurfmesser im Messern. Und ein Wurfmesser in den Rücken. Oh shit! Noch eins! Noch ein Wurfmesser. Jason spielt mit ihm noch 27 Sekunden. Oh, da drei aber nur! So knapp! Ach, ja, weil die sind noch hauen, ne? Ja, weil das Wurfmesser, ey, das ist mächtig, das Wurfmesser, ey. Das ist echt nicht schlecht. Drei aber nur, ey. Das ist Rekord. Nee. Aber das mit dem Auto war ja fantastisch getimt. Das hätte ja in dem Film auch nicht besser sein können. Das ist auch gut. Losfahren. Du hättest mich aus dem Fahrersitz ziehen können. Ah, okay. Hast du aber nicht gemacht. Habe ich versucht. Echt? Ja, aber hatte ich. Es ist schon ein spaßiges Spiel, muss ich sagen. Ja. Das war witzig, dass ihr gegen mich gefahren seid. Ne? Ich habe halt gewusst, okay, alles klar, da müsst ihr sein. Ich bin hingerannt, bin davor stehen, die Fahrt genau dagegen war schon cool, ey.
Das war echt lustig. Squeezed. Damit ist Gunnar der schlechteste Jason ever in dieser Runde so? Bis jetzt, ja. Aber das ist ja. Aber ihr habt ja auch schon mal gespielt, echt. Das ist erstmals. Also. Ja. Fuck you. Hä? Also ist ein bisschen verwirrend. Ich rolle einen Perk. Was? Guck mal, Simon schreibt gut gemacht. Ja, war auch gut gemacht. Er meint uns. Kann ich auch einen Perk rollen? Ja, kann ich. Ah, nee, ich kann gar keinen Perk rollen. Das ist sehr schade. Ich roll mal. Oh, das ist gut. Das ist ein gutes Perk. Welchen nehme ich denn dann? Welches ist denn geil? Gunnar kann jetzt mal schauen, ob er einen neuen Typen freigespielt hat, ne? So ganz am Anfang geht das recht fix. Ah, und wie sieht man das? Ja, nee, noch nicht. Oh, Level 8 erst. Car Starting Time decreased 24%. So, jetzt nehme ich mal einen anderen Charakter, damit wir uns nicht immer so doppeln. Ich habe hier Random Girl mit Brille. Okay, wir haben dreimal dasselbe Mädchen. Genau, deswegen habe ich auch den anderen komischen Dude genommen. Andere Frau ist auch ganz gut. Die hat nämlich extrem Stamina und extrem Speed. Also die kann ganz gut wegrennen. Kann ich die Perks nicht transferieren oder so? Doch, die können alle nehmen. Die habe ich für alle, okay. Ja, dann nehme ich jetzt einfach andere Klamotten für meinen. Wie, du hast andere Klamotten? Ich glaub, wie machst ja. du denn das? Oh, Start with the Map ist natürlich auch nicht schlecht. Alter, geil. Okay, kann ich auch einen anderen Jason? Scheiße, meine Tante hat nur verschiedene schwarze Oberteile. Oh no. So, ich habe jetzt irgendeine andere Ische genommen, aber das ist halt auch nicht so geil, weil die ist gar nicht so stark. Wonach geht man denn da am besten? Was meinst du, Chung? Wonach geht man so am besten? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du hast ja auch einen Abend erst gespielt. Ja, einen Abend mehr als ich. Und wenn da die mehr rote Balken sind als bei dem anderen, dann nehmen wir den mit den mehr rote Balken. Okay, warte, ich suche mir einen mit mehr Rot. Genau, rote Balken. Cool. Aber der ist locked. Verdammte Axt. Na, sowas. Ja. Na gut. Seid ihr alle fertig? Ja, nochmal andere Map. Theoretisch, ja. Ja, dieser Blick von Jason, den habe ich zu spät gerafft, dass er diesen geilen Superblick hat. Wie macht man den? Ja, das hat mir das Leben gerettet übrigens. Ja. Als ich dich da einmal gestanden am weggerannt bin, habe ich mich einfach um die Ecke gestellt. Higgins 7. Ach, und wenn du den Blick angehabt hättest, hättest du mich da halt rot leuchten sehen. Ja. Das war bei der Hütte übrigens auch Nils Taktik. Also ich meine jetzt generell, das war sehr, hat ja. scheint sehr gut zu funktionieren. Einfach um die nächste Ecke und erstmal. Nasti, Simon, ihr müsst noch ready machen. Ich bin. Das habe ich ja in der ersten Runde auch versucht, aber Nasti hat es ja sofort gecheckt. Ich wollte einfach nur ruhig sein und nichts machen und die hat mich ja sofort. Ready? Bald entdeckt trotzdem. Naja. Gucken wir mal. Hui, geht los. Ey, ihr wisst ja, ich bin ziemlich gut in Mathe und so, ne? Und ich habe gerade echt was ausgerechnet. Die Chance, Jason zu sein, ist ja 1 zu 6. Und beim zweiten Mal ist sie ja dann auch 1 zu 6. Sie ist immer 1 zu 6. Also ja. ist sie immer 1 zu 6. Sie ist immer dieselbe Chance. Nicht, ich dachte nämlich erst so, Moment, sie ist ja dann schon besser bei dem zweiten Mal. Nein. Naja, das ist immer diese blöde Stochastik, ne? Das ist wie der Münzwurf. Bei 100 Münzwürfen ist die Wahrscheinlichkeit bei jedem immer gleich. Aber natürlich ist stochastisch ist die Normalverteilung. Die stochastisch, ne? Nämlich. Die stochastisch. Also okay, schon wieder Packneck. Ja. Ich habe random gemacht, aber es ist Packneck geworden. Ich hätte aber jetzt eh Bock auf Packneck. Ich ohne das Mathe-Game einfach. Oh, wer hat den Spieß-Jason genommen? Okay. Is that real? He was a skater boy. He said, see you later, boy. Oh. He wasn't good man enough for me. Oh no. Oh, nice. Zu dir. Ey Jungs, ich hab direkt die Autobatterie. Ich auch. Oh, oh. Und den Schlüssel. Warum sitze ich immer neben Jason oder bin es selber? Was ist da? Wer ist denn eigentlich Jason? Simon. Na, verdammt, Simon jetzt. Selbst ruhig nochmal warten. Ey, dann stell aber den Dingeln. Dingelsberg. Ich stell's runter. Ab. Aber wie gesagt, ich kann euch eh hören. Aber ja, nicht okay. Aber nicht. Zumindest glaube ich das. Geil. Was hab ich denn hier? Aber mir könnte trotzdem jemand mal sagen, wie man diesen Move macht, dieses Reisen. Das kannst du noch nicht machen. Noch wie, nicht. 1, 2, 3? Ja, genauso wie es da steht. Da steht's gleich irgendwann. Oh, ich bin hingefallen, weil ich dumm bin. Hast du dir die Knie aufgeschürft? Aua. Alter, hier hab ich nur geile Waffen, ey. Ich habe eine Map gefunden. Ihr müsstet alle eine Map haben jetzt. Nee, das war letzte Woche so, aber diese Woche ist das nicht mehr so. Aha, Dennis. Ah, nein, ich bin dumm. Komisch, ne?
Da hast du dich also eben ich eh schon eine Map, die loben Zeit. Lassen für eine ja. Sache, die gar nicht okay. stimmt. Ich habe die Map von Anfang an eingestellt. Ich bin gerade bei jemanden, aber das bist nicht du. Warum nicht? Oh shit. Hä? Hi. Hallo. Hey. Hey girl. What you doing? Weiß nicht, ich bin hingefallen. Ah. Nein. Gut. Schade. Kannst du vielleicht als menschliches Schutzschild einfach hinter mir laufen, sodass... Natürlich. Ich fühle mich eh sicherer in Gruppen. Oh oh. Siehst du irgendwas? Ja, ich renne. Tschüss. Oh, was, echt? Ja. Yep. Ah! Oh oh oh. Ach du Schisselmick. Er ist links von dir. Hau ab, rechts, hau nach rechts ab. Mach mal lieber die Tür zu, der Map. Look on the map. Ja, ja, I do. Alter! Warte doch, nicht die Tür zu machen vor meiner Nase, Nasti, ich bin hinter dir. Ich bin gar nicht. Fuck! Ich hab eine Knarre gefunden! Eine Map nur, okay, brauch ich nicht. Warum macht das hier so. Nasti, ernsthaft, du. Das tut mir nicht dein Herz. Mein Blickwinkel ist ja super. Achtung. Naja, wenn er reinkommt, dann verpiss ich mich. Oh oh. Gerade war er kurz auf der Map zu sehen. Ja, als ob ich so doof bin. Simon. Muss er mal logisch denken jetzt. Das ist denn für Geisting? Feuerwerk, oder was? Wie du halt nicht auf Nasti gehst, sondern halt wirklich die Tür kaputt hauen willst. Hä? Was war denn das jetzt? Wieso renne ich denn jetzt immer? Ach, so leicht geht der down? Er geht super leicht down, ja. Ich habe übrigens gerade Tommy Gervais gecallt. Holy Guacamole. Alter, warum ist das denn so ein Lappen? Der ging eben auch mit einem Schlag ging er down, ey. Dennis? Ja? Sei artig, sonst kommt Jason. Nein! Ach. Oh komm, jetzt hänge ich ja auch noch in der Grafik fest. In der Grafik? Scheiße. Wie bei Hannes oder was jetzt? Dennis? Komm mal her, komm mal zu mir. Psst. Oh. Komm, Dennis, komm, schau mal in diese Schublade. Ich hab was Schönes für dich. Hallo. Das habe ich da für dich reingelegt. Schau, Dennis, ich hau dich auch nicht mit dem Baseballschläger. Wenn das schon wieder deine Socken sind. Schau, Dennis. Nice. Sollen wir Freunde sein? Ich mag dein Haar. Alter, du Ratte. Ja, geil, ja, gerne. Komm, gerne. Dennis, hey. Komm. Wir gehen zusammen spielen. Du Spasti, was soll das denn? Ja, dann such dir halt doch mal jemand anderes Opfer, du Lappen, ey. Woher soll ich denn wissen, dass du das bist? Ich laufe einfach dem nächstbesten Opfer hinterher, aber warum bist du so krass? Du bist halt einfach wirklich... Das ist die scheiß Lanze, die ist einfach kacke. Wie guckt man sich, Leute? Was? Mit Shift, glaube ich. Nee, da rennt man. Nee. Mit Steuerung. Kontroll. Ja. Ey. Er macht's halt einfach nicht. Ey, es ist nicht zu glauben. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich sag's gerne nochmal. Drück mal die rechte Maustaste. Ich hör's spannend für die Zuschauer halt. Okay. Jetzt hast du gebucht. Genau. Und jetzt musst du irgendwas suchen, um ihn zu töten, oder? Stechen! Genau. Stechen! Stechen! Oh nein. Durch das Gesicht! Ich hab viermal gegen Jason gekämpft und ihm seine Maske geklaut. Was habt ihr erreicht? Was hat's dir gebracht? Naja, den anderen hat es locker 5 Minuten gebracht. Und ich komme wieder. Ehre auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel in der Zwischenzeit den Typen gerufen, den du jetzt spielen darfst. Hä? Ich habe doch das Walkie-Talkie gehabt. Ja, ich habe den mit dem Funkgerät gerufen. Ich suche dieses ganze Scheißhaus, ey. Ich hatte original die Maske von Jason in der Hand. Sehr gut. Hast du mich da in der Ecke gesehen, Simon, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Ihr wurde schon. Nee, das war reines Glück. Ich dachte halt, okay, der muss ja um die Ecke da irgendwo gegangen sein. Wieso hörst du mich überhaupt, wenn ich mit dir rede? Ey, das ist so nervig, dass man an jedem kleinen Scheiß hängen bleibt immer.
Hier ist nichts. Gehen wir wieder. Ja. Okay. Ich war gerade in der riesigen Lodge, ne? Da war auch nichts. Übrigens. In der Jagd, Jason. Ich komme doch nicht wieder offensichtlich als der Typ. Von links kommt Kollege. Kollege? Kollege, Kollegine. Ah, I see. Ach, Musik war das nur. Ja, Spackos. Okay. Kollege vs. Jason. Hey, Regie. Wollt ihr mal kurz auf mein Bild? Was machen wir, Nils? Ja, ja, ich hab einen Plan. Wenn wir eine Tasse finden, wir sind zwei heiße Mädels, dann könnten wir ein Video drehen. Warum heult ihr, wenn ich komme? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Ja, weil irgendwie, du bist aber offensichtlich nicht so cool. Ich bin mega cool. Guck mal, meinen geilen Pullover. Ich hänge übrigens fest. Geile Pfanne. Ich habe einen Clipping-Fehler oder sowas. Ah, nee, jetzt geht's. Oh. Siehst du? Ich habe das Gefühl, okay, egal. Im Chat gefällt's langsam auch. Das ist ein Gag, der wird besser, mit dem, je öfter man ihn macht. Oh, shit. Habt ihr das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe das Gefühl, ich ziehe ein bisschen magisch an. Ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen verstecken, oder? Ja. Hier so. Na, na, na. Ich mach mal. Der Letzte macht das Licht aus hier. Oh, 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 oh. Sag mal, Leute. Hm? Was denn? Hm? Hier ist irgendwie nichts, hier war ich schon. Meister Gammler, Ede, der Gag ist langsam ausgelutscht. Nein, Meister Gammler, du bist langsam ausgelutscht. Der Gag ist Hammer. Der Gag ist wirklich sehr gut, Meister Gammler. Für was steht denn 4 bei Jason? Das ist doch dunkel. Wie sieht das Symbol aus? 4 bist du in Rage und kannst durch Wände laufen und so eine Faxen. Ach, scheiße, schon wieder. Scheiße, schon wieder? Ach Gott, komm. Scheiße. Okay. Oh fucking hell. Wieso ist also hier kann ich nicht durchlaufen. Du musst die Tür ja auch kaputt hauen. Pass auf hier auf dem Boden, ne? Ich hab vielleicht was verloren. Kommt ihr? Baseballschläger. Hier war ja schon jemand von euch. Sorry, ich hing fest. Es tut mir sehr leid. Okay. Wir haben einen sehr schlechter Jason. Jason? Ich habe euch noch nie gesehen. Ja, ne? Du hast aber auch nicht angezeigt irgendwie. Ach, das will die Lodge. Das ist wahrscheinlich an komplett einer anderen Ecke, ne? Wie groß ist denn die Karte? Ja. Schon recht groß, ne? Ich gehe woanders lang. Ich glaube, es ist gar nicht so gut, wenn wir zusammenbleiben jetzt hier zu dritt, oder? Bleib doch. Warum? Ja, wir gehen auch in eine Richtung, wo keine, Stört es dich, dass Nils das gleiche Outfit trägt wie du? Oho. Schon auch ein bisschen. Da war ich von Anfang an etwas beleidigt. Ah! Jetzt hinter mir! Ah! Messer! Oh, oh, oh. Hau ab! Seht ihr auf der Karte, wo er ist? Nee. Der ist von eurer... Naja, ich sag's lieber nicht. Ey, Gunnar, benutzt auf keinen Fall die Flare Gun. Ja, mach ich gleich. Hey. Ja, so, sorry, ich war mir nicht sicher, ob du jetzt kommst. Machst du das? Ja, genau. Ja. Ey, hör doch mal auf, Denzel bei mir auf dem Bildschirm zu gucken. Ich guck ja gar nicht bei dir auf dem Bildschirm. Jason, komm her doch! Außerdem muss ich nicht auf deinen fucking Bildschirm gucken, weil du hier fucking angezeigt bist, wo du bist, ach, Alter. Jetzt erzähl mir doch nix. Nee, muss ich ja nicht, weil ich dich sehe auf meiner Minimap so. Naja. Du kannst überhaupt nicht unterscheiden, ob ich zu dir gucke oder zu Gunnar. Ja, alles klar, Dion. Ha! Oh Gott! Gunnar. Ich hab die Flare Gun schon auf ihn geschossen, es hat nichts gebracht. Naja, ich war kurz gestunt. Ja, da wollte ich dich verarschen. Hat auch nicht geklappt. Du musst ihm die Maske klauen. Du musst ihn umhauen. Ich hab keine Waffe mehr! Das ist doof. Die Fährgang hatte einen Schuss, hatte die nur. Das mit der Maske bringt, glaube ich, auch eh noch was, wenn man seine Hütte. Also, er wirft schon wieder Sachen auf mich, glaube ich. Sein Pullover oder was da. Stolpern wir nur. Geklaut hat. Der hat auch eine Hütte hier auf der Map.
Irgendwie ist es voll scary, wie langsam ihr da durch den Wald lauft. Das ist irgendwie... macht das im Kontext nicht so viel Sinn. Oh, ist die Musik wegen... Oh Gott, was zur Hölle passiert? Ist die Musik bei mir nur so laut? Ja, das kannst du ja einstellen an den Kopfhörern. Ja. Oh shit! Danke, Smarty Pants. Oh. Nasty? Ja? Ganz ruhig jetzt. Beweg dich weiter, aber ruhig. Ruhig. Oh, Gott. Ich? Oh, shit. Hau ab, Nasty. Okay. Lauf. Wir teilen uns auf. Was machst du denn jetzt? Du hast eine Falle gelegt. Hinter dir. Hau ab, Nasty. Lass dich nicht davon irritieren, dass ich gleich tot bin, ja? Okay. Oder hilfst du mir? Kann ich das? Ich weiß nicht, ob ich da... Ich meine, stolpert ja schon beim Rennen. Ich hab gedacht, ich schaff's vielleicht da rein. He was a skater boy. He says he was a skater boy. Jetzt darf ich wiederkommen, nachdem der Nils getötet wurde. Das ist ja lustig. Ich habe auch ein Funkgerät gefunden. Oh Mann, das ist so viel besser. Okay, Jarvin is back on the map, Jarvis, meine ich. Oh, verdammte Axt. Ach, leck mich. Wir sind doch hier nicht bei Slender. Warum kriege ich denn Krissel? Oh, ich glaube, das ist seine Hülle. Aua. Nein, warum? Ich bin super weit weg von dem, Gefährt. Ist das der Sweatshirt? Ich habe versucht, ihn ein bisschen kaputt zu hauen, aber er hat mich leider auch getötet. Habt ihr schon irgendwas aufgetankt oder sowas? Nein, ich nichts. Ich hatte einen Autoschlüssel, aber das bringt natürlich nichts. Dammit. Denn im Himmel gibt es keine Autos. Jetzt, ich will doch nicht die ganze Zeit meine Leiche angucken. Alter. Du tust so, als wenn du schon alle hättest, Simon. Ja. Oh, der ist noch der Scheiße. Ich dachte, das wäre der letzte gewesen. Fertig, das dachte ich wirklich. Deswegen. Ich sehe keinen. Scheiße. Wo kann er nur sein? Oh, wo ist denn das scheiß Auto? Es sind noch zwei, oder? Nee. Oder drei? Oder nur einer? Hm? Also ich bin noch da, wer denn noch? Was sagen wir nicht lieber, ne? Ach geil, der hat ja ein richtiges Gesicht. Ja, weil die Maske mir abgerissen wurde. Oh cool, guck mal, ich hab die Kamera von oben. Jason läuft sehr wütend. Schnell und sehr wütend. Oh. Okay. Aber er rennt nicht, er läuft nur sehr Dennis, schnell. Was bringt die Shotgun? Eigentlich nichts außer einmal Stun. Man kann auch damit Marco Giesel ins Gesicht schießen. Das geht auch, ja. Das kann auch nur Dennis, glaube ich, der hat die Spezialfähigkeit. Das stimmt. Oh nein! Das war dumm. Ich wusste nicht. I didn't know. Ey, ich wollte gerade dein Gesicht angucken. Was ist das für eine Klackerei hier? Ach, man muss mit C in den Kampfmodus. Deswegen hat das bei mir nicht geklappt. Das habe ich auch nicht. Muss einem ja auch mal einer sagen. Kampfmodus gibt es? Ich habe einfach draufgehackt. Ja, das geht wohl auch, aber mit C hat man noch einen speziellen Kampfmodus. So scheint es mir. Ich nicht, ne? Dann siehst du, wenn ich C drücke, geht er in diesen Modus. Ja, geil. Kann er stechen. Okay, gut zu wissen. Boah, also den letzten, den kriege ich einfach nicht. Das ist der Pullover, oder? Ja, ich kann nicht aufnehmen. Das muss eine Frau machen. Du hast doch eine Axt. Ich weiß, was du zu tun hast, Eddie. Jason sieht ohne Maske ein bisschen wie der Typ aufnehmen. Aus, wie hier, wie hießen das, Geschichten aus der Gruft? Ja, Krim-Keeper. Kann ich nicht einfach hier weglaufen, vielleicht? Oh. Ah, doch keiner. Ich laufe einfach weg. Ey, Gunnar, wo bist du denn eigentlich? Ja, okay, du bist... Ich war gerade nicht beim Auto. Also wirklich nicht. Ich war bei dem anderen Ding, beim Boot.
Ich dachte, das Boot könnte man vielleicht auch mit einer Autobatterie füllen. Kann man scheinbar nicht. Ja, muss das Lenkrad aus dem Auto schrauben. Aber ich hätte so ein bisschen Strom hätte ich anzubieten. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass wir die Zeit, oder dass du die Zeit schaffst. Sehr gut. So, ich bräuchte aber noch eine Waffe. Was ist das denn hier? Das ist doch geil, was ist das denn? Stock. Ja, nehmen wir den doch lieber. Oh, du kannst aber nur entweder oder, ne? Ja, aber die Batterie brauche ich nicht mehr. Alright. Ich hau nicht mehr ab. Ich stelle mich höchstens. Ihr müsst noch 3 Minuten durchhalten. Easy. Dann habt ihr es geschafft. Du hast ganz schön was abbekommen, ne? Ja. Macht nix. Dein Polunder ist ganz blutig. Ich bin ein Kämpfertyp. Man kennt mich. Ui. Das ist hell. Mein Polunder, wer läuft doch so durch den Wald, wenn er verfolgt wird? Schick den Polunder noch eben über die Schulter geworfen. Falls dir kalt wird, kannst du den Polunder noch anziehen. Falls ich noch auf dem Weg einen Golfplatz finde gleich. Bist du beim Boot, Gunnar? Nee. Du bist beim Boot, oder? Ich komm da hin. Bin gleich da. Okay, dann treffen wir uns beim Boot. Ja. Noch? Ja, das schafft er nicht. Ich bin schon am Boot. Ich bringe den Außenborder. Den Schlüssel hast du, ne? Ja. Nice. Warte, er kommt. Ich muss mich kurz verstecken. Kommt er wirklich? Er ist am Boot, ja. Okay, ich warte noch. Warte auf mein Signal und dann gehen wir zum Boot und fahren weg. Ich weiß doch, dass ihr nicht beim Boot seid. Meine Güte. Warum bist du dann da? Bin ich gar nicht. Jetzt nicht mehr, weil du dich gerade gebeamt hast. Aber wir sind auch nicht beim Auto, wo du bist. Doch. Ich sehe euch doch. Oh, noch 40 Sekunden. Das wird ganz eng. Ha! Oh. Ah! Sein. Du warst doch beim Boot. Beim Boot. Wie lässig einfach noch Messer einsammelt. 20 Sekunden. Ja, schade. Ja. Echt ein bisschen pussymäßig, aber es hat geklappt. Ja, warte mal ab, ey. 8 Sekunden doch, noch. Warum siehst du ihn eigentlich die ganze Zeit? Weil du Tommy Vielleicht Jarvis bist? Tom Jarvis oder so. Oder weil du die Maske von ihm mal hattest oder was? Oder nee, ich glaube, weil Jarvis das kann. Tommy Jarvis kann das, ja. Na gut. Nicht schlecht. Naja. Wo warst du denn? Eddie hat survived, ja? Alleine? Ja. Hast du einfach einmal gestorben, einmal Tom Jarvis survived, ja. Wo ja, warst nicht du? Schlecht, ich frage nach. In irgendeinem Haus unterm Bett. Die ganze Zeit, oder was? Ja, gut. Ja, am Anfang war ich in deiner Hütte, aber da konnte ich nichts machen. Ach ja, weil du. Geht es echt nur, weil du. Musst du eine Frau sein? Kann das. Das finde ich aber ein bisschen komisch. Blablabla. Wegen der Muttergeschichte halt? Hm. Ja, aber sehr unfair allen anderen gegenüber. Ja. Flawless Victory. Ich habe ein Badge. Ey, aber das war nicht schlecht, wie du mich die ganze Zeit gekillt hast. Respekt. Ja, man kommt trotzdem nicht so richtig weg, wenn man erstmal einmal was abhat, weil humpelt man. Die Perks von ihm sind aber auch krass. Dieses Dashen ist krass, die Karte ist krass. Und die respawnen diese Perks recht schnell. Also die Aktionen oder so. Super schnell. Das kannst du recht schnell machen. So, Regie, wie sieht es denn aus? Ist schon Ende oder was?
Dann schon eine Runde machen, aber erst Werbung. Dann machen wir doch erst Werbung und wenn wir wieder da sind, gibt es eine finale Runde mit Jason. Schön. Herzlich willkommen zurück, ihr lieben Freunde. Wir machen noch eine letzte Runde, Freitag der 13. Das war euer Wunsch und den werden wir natürlich auch erfüllen. Und ich verkaufe hier noch irgendeinen Scheiß. Was verkaufe ich schnell? Verkaufen noch was? Walkie Talkie. Mir doch egal. Weg damit. Kann ich noch einmal rollen? Rolle ich einen neuen Perk. Kannst du viel mehr auswählen? 25. Ich nehme die jetzt, die kann super schnell rennen. Das ist mega schlecht. Na gut, okay, seid ihr alle ready? Ready or not, here I come. Dann mache ich you jetzt mal wieder run. Random, okay. Ready. Gonna find you and make you dead. Sehr schön. Ein Schluck eines leckeren Kaltgetränks. Oh, das Bild bei mir ist toll. Können wir das mal kurz zeigen? Oh, guck mal, ist eingeschlafen. Oh. Da gefällt mir meins aber besser. Oh, weg. Und, and it's gone. Unten stand gerade was Interessantes. Da stand, Jason gets stronger with every kill. Nee, also dieses Audio-Ding. Weißt du, das kommt doch immer. Vielleicht kriegt er dann einen neuen Skill freigeschaltet oder so. Vielleicht ist das, genau. Stimmt, das kann gut sein. Ah, also. Okay, es ist wieder Crystal Lake. Oh Gott, dieses Gesicht, ey. Ja. Oh, okay, Dennis ist es. What the fuck is happening? Okay, irgendjemand ist bei mir. Dennis, du musst deinen Intercom bitte ausmachen. So. Hey Nasti, nicht erschrecken. Hey, okay, ich hab schon gesehen, als ich rein. Schließ ab, genau. Denn, Oh, nice Outfit. Würde ich mal bei dir, weißt du, ne? Vor deinem Haus. Ich geh aber schon ins nächste. Hast gehört, ne? Yes. Oh, da war das K. Okay, ich hab die Map. Habt ihr die auch? Klar. Mal gucken, ob es geklappt hat. Ich hab die immer von Anfang an schon, weil ich cool bin. Was ist das für ein Geräusch? Das ist Ablenkung. Du bist cool, oder was? Ich bin der mit dem Polunder hier. Mit dem geilen Pullover. Oh, ich hab was. Ich hab was. Ja, ich weiß, du hast das Fuse für das, fürs Telefon. Damit können wir die Polizei rufen. Nein! Ach, du bist so dumm. Dummer Pullunder, hier ist nichts Mann. Mehr. Nichts? Nein. Alles länger, okay. Außer vielleicht ihm. Hey. Gibt's denn raus? Toilettenpapier. Oh, hier ist oh, noch. Er hat mich entdeckt. Leute, Dennis hat mich. Er ist am Strand. Es ist quasi Dennis Beach. Aber er will mich töten. Der Strand gehört ihm. Nein! Dennis! 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 Oh, ey. Was soll das eigentlich heißen? Kill und Paar oder was? Oh nein. Ah, kann man sich eigentlich ducken, Leute? Ja. Ja, mit Zitterbild. Lalalalala. Daniels. Das ist das Altgedönsel. Zitterbild. Ah, okay. Nein, warum? Wer möchte denn sowas machen, du dummer Troller? Nasti, ja. Komm mal zu mir. Okay, bin auf dem Weg. Weißt du, wo ich bin? Ich glaube, ich hoffe es, dass du es bist. Ah, oh, Leute!
Ich brauche ein bisschen Unterstützung. Wie denn? Weiß einer, was das Pocket Knife bringt? Einfach, indem ihr vielleicht einfach herkommt und so durch opfert. Jeder stirbt für sich allein. Was haltet ihr denn da? Ja, ich komme. Sag, wenn du vor der Tür bist. Ich bin am Achso, du musst draußen, weißt du was? Ja. Du hast doch was gefunden. Ja, achso, okay, warte, ich bin gerade hinten rein. Warte. Okay, das hier ist aber kaputt. Ja, das musst du da mit dem Ding benutzen. Oh Gott, warum? Wer trompetet mir denn? Hast du? Ich kann das nicht machen, der zeigt mir nichts an. Was? Was hast du denn für einen Gegenstand gefunden? Sowas mit Over. Ach, du hast ein Walkie-Talkie. Oh, scheiße, du hast gar nicht die Fuse. Okay, naja, das bringt uns nichts. Das heißt nur, dass du respawnst. Ich habe auch eins. Oh. Knöpfe lange halten oder auch nicht. Oh, jetzt. Okay, er ist wieder stärker geworden. Shit. Was ist denn hier nix? He was a skater boy. He said to you, hey. Laser boy. Noch ein Walkie-Talkie. Ich kann mir noch nicht so oft. Oh, ein Verkauf. Walkie-Talkie, schmalkie, hockey. Du, 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 du. Wenn da ein Generator ist, bedeutet das automatisch, dass drinnen was Wichtiges ist? Was? Wenn da so ein Generator ist, wie der... Ja, das ist ein Haus mit dem Telefon, mit dem du die Polizei rufen kannst. Da musst du den Generator reparieren mit diesem Fuse-Kit. Und dann kannst du von drinnen die Polizei rufen. Was heißt denn auf der Karte, dieses Pfeil- und Bogen-Ding? Das heißt, das könnten Indianer sein. Indianer, ne? Ich glaube, ich laufe gerade im Kreis, ich Idiot. Regie, ihr zeigt Jason gerade für uns alle sichtbar auf dem Programmmonitor. Nur so als, ist ein bisschen unfair. Ah, ne, das ist ganz geil eigentlich. Ne, können wir den komplett, den Programmmonitor müssen wir echt ausmachen, weil Dennis kann ja auch gucken. Soll er nicht gucken, Dennis. Ehrenmann, sei ein Ehrenmann, Dennis. Er ist ein verdammter Ehrenmann. Sei ein Ehrenmann, Dennis. Ah! Oh Gott. Entspannt. Oh, Dennis, was war das denn für ein Geräusch? Das war ja gruselig. Ich höre euch nicht, weil ich hier die Kopfhörer ganz laut habe. Alter, ich finde nur Funkgeräte hier überall. Ah, was? Oh Gott! Oh nein, 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 nein! Oh nein, 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 nein! Oh nein, 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 nein! Oh nein! Oh nein! Ah, Blut! Ne, nicht gut! Scheiße! Blut nicht gut. Warum hast du nicht den Edel? Der war doch auch da. Was? Alter, Simon, bist du bescheuert? Ich wusste nicht mal, ob du das bist. Ey, wie war nur ein Spaß? Du hast ja fucking Wahrheit gesagt. Ich wusste wirklich nicht, dass du das bist. Ich wusste nur, irgendjemand ist da. Was soll das denn, ey? Das ist ja super schlecht. Es war nur ein Spaß. Es war aber kein Spaß. Es war die fucking Wahrheit. Wie ist das ein Spaß? Haha, Jason, reingelegt. Aber es stimmt. Er hat dich doch gar nicht. Oh, fuck. Oh, Gott. Das war ärgerlich. Jason. Ich eigentlich die Map? Oh, shit. Was denn? I cannot see the map. Hast du dich auf M nicht? Oh, hat sich das aufgehangen?
Ja, aber ist egal, ich bin eh tot. Huiuiuiui. Ich habe noch nichts Geiles gefunden, was wir brauchen können. Oh, der ist ja geil. Dubidubidubdu. Ich habe auch, fand die Items waren schwer verteilt. Ich habe nichts gefunden. What is this? Oh, ist das alles spannend. Gunnar rejoined. Oh oh. Alle. Match ja starting. Auch. Was? Wieso bist du rejoined, Gunnar? Ja, ja, alle. Bei mir auch. What is... Hier ist nichts drin, ey. Warum wird die Musik... Ah, da okay, sind okay, 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 okay. Was, okay. was? Okay. Oh, sehr interessant bei Nasty okay. gerade. Sehr interessant. Okay. 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 Alter, oh. Dennis, ey. Woher wusstest du das? Naja, zwei Zelte... Sonst nichts. Aus ich dem bin voll weit weggerannt, Alter, das konntest du niemals wissen, ey. Au. Naja, es gibt, du leuchtest halt derbe rot bei diesem Schwarz-Weiß-Modus. Und oh, wenn du bei den geil. Zwei Felden rot leuchtest. Guck dir das an. Im Schlaf, wie so eine Made wecke. Ey, warum bin ich eigentlich nicht nochmal da? Ich hatte als erster das Walkie-Talkie. Egal. Boy. Ach, ich sehe das doch hier mit der Dingsanzeige. Ey, liebe Regie, mach doch mal den Monitor da aus, Alter, wo man uns sieht, ey. Das ist natürlich dann auch ein bisschen doof. Also ich will jetzt Dennis nicht unterstellen, dass er drauf geguckt hat, aber... Es klang aber so. Ihr seid super nett heute, das ist echt geil. Naja, ich bin mega weit weggerannt und habe mich im Ziel ja, richtig, aber es ist egal, wie weit weg du bist, du leuchtest immer gleich rot, weißt du? Ja, aber doch nicht über die ganze Map. Nee, ja, aber doch, über die 50 Meter. Die, aber ja, man sieht es wirklich sehr weit. Also, ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Ja. Ja, ich glaube, jetzt sieht der Zuschauer aber nichts mehr, weil da ist oben noch links das Rocket Beans Logo. Ja, sorry, da muss man aber auch Kompromisse bereit machen. Nee, das gibt's doch nicht. Ich habe jedes Haus hier auf der Karte schon durchsucht. Dann würde ich jedes. Ah, so sehe ich besser. Das Licht knallt dann nicht so. Nein, ach. Abbrechen, aber. Ey, wofür, was bringt es denn dann, sich in einem Zelt zu verstecken, wenn man da rot leuchtet drinne? Das leuchtet mir nicht so ganz toll. Ja, du darfst dich ja nicht verstecken, wenn ich gar nicht so weit weg von dir bin, weil so weit war ich nämlich tatsächlich nicht, wie du meintest. Naja, du warst in dem Haus, das habe ich ja gehört, und dann hast du dir die Tür gehämmert, dann bin ich auf der anderen Seite des Hauses raus und bin wirklich komplett meinen Stamina-Balken weggerannt. Das ist 1 Zentimeter auf der Map, irgendwie, oder? Du warst hier von da nach da, naja. Das sieht man schon, ey. Also, ich weiß nicht. Ihr könnt mir auch einfach glauben, dass ich auch jetzt nicht geschummelt habe. Aber naja, ich glaube dir, dass du nicht geschummelt hast, aber es ist halt trotzdem dann scheiße. Weil ich raff dann den Sinn. Oh, shit. Nein, 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 aber du hast doch sogar den Pulli. Ich hab doch den Pulli. Warum? Ich hab den Pulli. Einer muss ihn jetzt hauen, die Maske abhauen. Oder halt abhauen. Oh, war das der Death Show? Das war's. Aber du hast doch einen Walkie-Talkie. Ich hab doch den Pulli. Du hast doch einen Walkie-Talkie, du kommst vielleicht wieder. Währenddessen nee. Seid ihr alle weg? Nee. Ich glaube. Noch welche da? Ey, ich durchsuche das. Jedes Haus habe ich durchsucht. Wirklich jedes Haus. Und nichts Vernünftiges gefunden. Gunnar, wie viele Häuser hast du eigentlich durchsucht? Wie viele gibt's denn auf der Karte? Nachzählen mal. Und hast du in irgendeinem von den Häusern was gefunden? Ja, ich habe hier ganz geile Sachen eigentlich tatsächlich. First Aid hier. Böller. Lass die nur am Rage quitten, ey. Ich hatte den Pullover. Wer ist denn noch da? Wer ist denn noch da? Hallo? Hallo? Wer ist das? Nils? Vielleicht bin ich's. Nils? Ja. Alter, bist du hier? Ja. Hi. Hallo. Was machen wir jetzt? Ist das ein neues ASMR? Ich hab hier nichts. Ich hab alle Häuser, Nils. Nein. Ich hab nichts. Ich hab noch 7 Minuten. Ich hab nichts. Jetzt. Denzel ist ein guter Mörder. Ich weiß nicht, ob man sich über so Lob freuen soll. Ey, ihr könnt Tommy noch rufen, sagt der Chat. Dann kann einer von den Toten wiederkommen.
Ich hab ein Mikro. Mikrofon. Ich hab eins. Wie rufe ich den denn? Nee, du musst da an so ein, glaube ich, an so ein... Da ist so ein stationäres, genau, Ding. So ein, ja, der Chat sagt auch wegen dem Funkgerät, wegen der Maske und Tommy hat's nicht geklappt. Gibt's hier was? Ja. Geh mal hier rein. Okay. Ich kann mal da nicht rein. Okay, dann nicht. Das auf der Karte teleportieren habe ich nicht raus. Wie macht man das, wenn man auf der Karte ist? Du kannst nicht. Nee, du musst, das ist du eins. Du musst dich bewegen. Auf dem eins. Auf deiner Superpower. Ja, eins Superpower. Ist die Map, ja. Und wie teleportieren? Genau, und dann teleportieren du dich wieder. Ach, und jetzt bin ich der... Ach so. Einfach der rote Punkt. Ach so. Jetzt weiß ich, was der rote Punkt ist. Das wäre ein Bug. Der rote. Hui, Alter, Teleport. Heftig. Jason just grew stronger. Bist du schon mal geschwommen? Glaub, ist auch mega cool. Nils, guck mal auf der Karte. What, hast du, was ist los? Da war auf der Karte war irgendwas gerade. What? Warum? Wer schreit denn? Warum schreist du, Nils? War nicht Nils. Achso. Aber Nils ist. Das ist ja auch mit R hast du noch. Fallen, oh, ne? Darf ich kurz was sagen, was ich aus dem Chat bekommen habe? Und zwar rot leuchtet man. Rot leuchtet Nils! Man. Rot leuchtet man nur, wenn der Charakter Angst hat und nicht, wenn er laut ist. Also das heißt ja, man darf rennen. Oder? Naja, oh, Alter, ich lese auf jeden Fall im Chat. Nee, bei beim Rennen machst du diese Kreise. Ah, du Kreise das, und Rot, ja. Oh okay. Gott. Nicht fallen, Gunnar. Mach ich nicht. Zieh deinen Polunder enger. Huiuiui. Dein Gesicht ist, spricht Bände. Das hat der Angst? Ah! Mehr als Angst. Das ist nicht normal. Rage is active bei Dennis. Rage is active. Always so, active. So, pass auf. That's my secret. It's always active. Oh, ist das mies, ey. Das ist der fucking Predator. Predator, wo ich schon gesagt. Der fucking Predator, ey. Und er hat mich. Ach, oh, oder er hat Nils. Oh. Oh, shit. Ich glaube, ich bin tot. Nee, das schaffst du nicht mehr. Knickknack. Ah. Shit. Ob. Der Chat hat noch was gesagt, und zwar, dass die Walkie-Talkies nur für den Ingame-Chat. Da siehst du, wie easy das ist. Also wenn man die Walkie-Talkies bekommt, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Vielleicht, wenn man die Walkie-Talkies hat, kann der, der die Map hat, dann alle die Walkie-Talkies haben. Ah! Boah, Mann! Nein, drücke! Ey, wie lässig er das hier macht, so chillt mit einem Arm. So. Ja, am Ende muss man ja auch nichts mehr machen, außer drücken und dann ist es vorbei. Das haben wir ja letztes Mal schon bemängelt, dass das zu einfach ist als böser Mann. Das war ja ganz gut. Shit, ey! Ja gut, aber immerhin diesmal mehr entkommen, glaube ich, als das letzte Mal. Das ist doch schon mal eine Leistung für alle Überlebenden. Wir machen schnell Feierabend, würde ich sagen. Vielen lieben Dank an euch alle fürs tapfere Mitsterben und Mitmorden. Yes. Vielen Dank an euch fürs Zusehen. Morgen ist ein neuer Tag, zum Glück. Seid froh, dass ihr nicht von einem wilden Axtmörder erwischt wurdet. Vielen Dank, bis morgen. Tschüss. Ciao. Ciao.